Leicht bekleidete Tänzerinnen mit Gasmasken und Konfettikanonen und einen Haufen besoffener Zauberer. Darum geht's in diesem Video. Ich habe gestern Abend mit Zauberei-Weltmeister Marc Weide zusammen gestreamt und irgendwie sind wir bei einer Story gelandet, die uns dieses Jahr in Blackpool passiert ist, auf der größten Magier-Convention der Welt. Seht einfach selbst. Da waren wir nämlich auf der Illusionist-Party. Ja. Also die hat stattgefunden in so einem, ich weiß nicht, ob ich das Club nennen würde, das war so irgendwas zwischen Bar und Club. So ein Hybrid irgendwie. So ein Hybrid. Eine Bar mit Tanzfläche. Hybrid-Club ist aber auch ein geiler Begriff. Ja, irgendwie sowas. Also, wir waren in Blackpool und da waren du, Alex, Hi, Nessie, Dennis, ich, Alex Kameramann. Achso, nee, nicht Kameramann, sondern der Techniker von Alex. Ja, Felix. Genau, Felix. Ja. Felix war auch noch dabei. So, und dann waren wir auf der Illusionist-Party. Die machen jedes Jahr immer so geschlossene Gesellschaften. Ja, so eine VIP-Party, wenn du sehr wichtig da, bist. Richtig, und, da musst du super, super relevant sein für und ja. Du kannst die auf Instagram kaufen, die Tickets. Oder sagst halt, ich will da hin. Alles klar, hier ist ja, hier. Richtig, genau. Naja, und dann waren wir da und die war auch ganz okay. War die okay? Ja. Die war ein bisschen lame. Wir haben es besser draus gemacht. Ja, richtig. Er war okay. Und dann war die Party vorbei und wir sind da in diesem Laden geblieben. Und dann fing es an, super lustig zu werden. Und zwar standen wir erstmal an der Bar und haben ein bisschen alkoholfreies Wasser getrunken. In verschiedenen Farben. Mhm, ja. Erinnerst du dich noch an diese Regenbogenpalette? Ja, ja, ja. Ich weiß noch. Ja, genau. Du erinnerst dich an Dinge? Okay, nein, Spaß, alles gut. Auf jeden Fall war dann irgendwann die Situation, wir gucken so rüber auf diese Tanzfläche, was eigentlich gar keine Tanzfläche war, so einfach nur so eine leere Fläche in einer Bar. Und da steht so eine Frau und shakt so voll ab und tanzt alleine. Und du siehst so über Minuten hinweg, wie nach und nach irgendwelche Kerle kommen, die versuchen anzutanzen und sie tanzt aber immer so um die herum und gibt ihnen so einen Korb. Und du siehst wirklich, die Kerle kommen hin, versuchen ihr Glück. Sie gibt einen Korb und dann gehen die immer so, gehen die wieder weg. Und das hat man wirklich so minutenlang konnte man das beobachten. Stimmt, ja, das war sehr unterhaltsam. Richtig. Und dann irgendwann dachten sich Marc und Hai, ja, komm, wir gehen tanzen. So, und dann standet ihr zu zweit auf der Tanzfläche und dieses Mädel noch mit Abstand und habt einfach ein bisschen getanzt. Davon habe ich eine Aufnahme gemacht, die Hai jetzt für sein Video haben möchte. Das seht ihr dann in seinem Video. Wir waren einfach die Einzigen, die getanzt haben. Richtig, ihr zwei und halt mit bisschen Abstand diese Frau. Ja. Und ansonsten war halt niemand am Tanzen, sondern es war noch nicht so weit. Das ist eigentlich, du weißt eigentlich immer so, das sind die Drunk People schon. Also genau, wenn, richtig. Normalerweise ja. Wenn da einzeln Leute auf der Tanzfläche sind. Richtig. Ja. Eigentlich sind die komplett voll, aber ihr wart halt schon relativ zu Beginn dann schon ja. Nüchtern am Tanzen. Mehr oder weniger. Hai hatte ein Bier getrunken, also war er rotzevoll. Nein, ist ein Joke, Hai. Plötzlich siehst du, wie nach und nach Frauen dazukommen, weil die das irgendwie sau nice fanden, wie ihr da am Tanzen wart. Und da kamen nach und nach Mädels dazu. Und auch dieses Mädel, das allen einen Korb gegeben hat, hat sich plötzlich an euch rangetanzt. Weißt du das noch? Ja, weiß ich noch. Hai hatte irgendwie eine Traube um sich rum und du hattest eine Traube um dich rum. Ja. Und Hai hat mir das nachher erzählt, das habe ich nämlich vergessen. Also Hai, ja. Vielleicht kannst du da nochmal nachhelfen. Dass ich dann anscheinend irgendwann einen Kartentrick für die Gruppe gemacht habe. Ja, richtig. Aber das habe ich auch gesehen. Nichts mehr. Doch, du hattest Kartentrick und du warst ganz prominent mit Bällen unterwegs an dem Abend. Du hast ganz viel Ballmanipulation gezeigt. Das klingt so falsch. Ja, aber du hast viel Ballmanipulation gezeigt. Ich habe den Frauen sehr viel Bällen gezeigt. Ja, genau. Ja. Ja. Und nach und nach füllte sich dann so die Tanzfläche und wir sind ein bisschen rumgegangen, ne? Jeder hat sich so unterhalten mit den Leuten da im Club. Chris Ramsey war mit seiner Truppe da und wir hatten gesehen, irgendwie kam zu denen an den Tisch plötzlich so Tänzerin, ganz leicht bekleidete Tänzerin mit Konfettikanonen und so. Und wir hatten gefragt so, Chris, how? So, wie habt ihr das gemacht? Und er meinte, ja, wir haben einfach eine Flasche bestellt. Alex so, Leute, kommt mit! Stimmt. Alex macht uns einen Tisch frei, wir setzen uns hin und er bestellt eine Flasche. Und dann ist meine Insta-Story entstanden. Und zwar hattest du so einen Eiswürfel, hast den gevanished. Das suche ich gerade, ja. Dann hatte Dennis den gevanished und Alex hatte noch gevanished. Und plötzlich macht's Peng. Und wir haben so eine nerdige Manipulationsstory eigentlich aufgenommen, wo man Sachen verschwinden lässt. Die Kamera schwenkt nach rechts und plötzlich stehen da 3, 4 leicht bekleidete Frauen am Updancen. Mit Konfettikanone und so. Jetzt muss ich aber auch mal suchen. Das war ein sehr abstruses Bild. Das war so seltsam, weil das Ding ist, die Frauen waren anonym und um ihre Anonymität zu wahren, haben die so Masken getragen. Und zwar so auf weird. So eine hatte so eine Tschernobyl-Gas-Atemmaske auf. Ne? Genau, die andere. Und so eine Hockey-Maske irgendwie. Und Predator war auch noch dabei, genau. Das war schon echt seltsam. Warte, ich glaube, ich hab's gleich. Wann war das? Das war Februar. Mitte Februar, ja. Warte, es lädt hier. Da wart ihr am Tanzen. Hab den Clip gefunden, den schicke ich gleich direkt rein. Das ist gar nicht mehr in Erinnerung.
stehen sie da, die zwei. Alleine auf der Tanzfläche. Und das Mädel, da ist das Mädel. Da ist das Mädel, von dem ich erzählt habe. Warte, ich muss das schon mal speichern, dass ich es Hai gleich schicken kann. Guck mal, das ist das. Ja, genau, richtig, richtig. Das ist ein bisschen so. Ja, genau. Ja. Da kamen dann die Tänzerinnen. Und zwar sah das so aus. Achtung, das war die legendäre Story. So, Marc nimmt einen Eiswürfel und soll ihn vanischen und denkt sich so, hm. So. Dann wollte Dennis den vanischen. Und plötzlich... Plötzlich ist irgendwie was geschehen. Was passiert hier gerade? Na, es ist im Defokus. Ja, Hai hat ihn auch gewanished. Ja, und plötzlich waren Tänzerinnen da. Ja, es war schon extrem seltsam. Na gut, man sieht das jetzt durch die Kamera nicht so gut, aber die Situation war extrem seltsam. Aber wir haben echt das Beste aus dem Abend gemacht. Also ja. von dieser relativ langsamen Party haben wir echt... Ja, das ja. Beste rausgeholt am Abend. Es war sau der lustige Abend, ey. Ja. Es war sehr, sehr witzig. Ja. Ich kann mich auf jeden Fall an jedes Detail erinnern. Weil wir haben ja auch nur alkoholfreies Wasser getrunken, deswegen alles gut. Dennis wirft mal wieder fremde Leute ab. Ja, genau. Dennis wollte den halt so vanischen. Schmeißt den Eiswürfel, dreht sich um und da steht halt diese Tänzerin. Ja. Und sie so. Ja, vielleicht hat sie nur einen Kopf bekommen, oder? Ja, keine Ahnung. Ey. Ja, aber war schon echt lustig, ey. Ja. Das war extrem witzig. Aber Blackpool war dieses Jahr sowieso ganz komisch. Dürfen wir eigentlich sagen, dass wir Alkohol trinken wie jung und alt sind die Zuhörer, Zuschauer? Es ist nach 22 Uhr, Leute, wir waren alle so rotzevoll. Stell dir mal vor, du bist so eine Tänzerin und plötzlich wirft dich so ein langhaariger Dude mit dem Eiswürfel ab. Marc, fuhr mal Matti, bitte. Ja, komm, fuhr mich. Los. Ja, das ist ein... Ja, das ist ein... Ich kenne zum Beispiel keinen einzigen Trick mit vier Löchern. Das ist jetzt kein Trick hier zum Fohlen, aber ich finde den ganz nett. Ja, dann sag mal her. Ja, warte, okay. Ich muss noch auf das Glas aufpassen. Leute, ich habe gerade ein Glas zerdeppert. Seht ihr dann im Video auf Marks Kanal. Ich habe so richtig schön... Das Video war vorbei, wir machen gerade Abmoderation und ich zersmash noch so ein Kackglas. Okay, ja, hau raus. Okay, also, pass auf. Du kannst an der Kontur ja schon mal raten, was hier vielleicht dein Titel sein könnte. Darf ich fühlen? Ja. Ja, eine Schachtel mit irgendwas drin. Ja. Ja, richtig, richtig. Ja, könnte. Oder? Also, du wirst gleich sehen, um was es sich handelt. Ist eigentlich ziemlich eindeutig. Das ist das bekannteste Spielzeug überhaupt. Ah, ein Rubik's Cube. Ja, ein Rubik's Cube. Und ich habe mir gedacht, was ist die perfekte Art und Weise, so ein Ding zu lösen? Ich bin farbenblind, ich krieg die eh nie gelöst. Ich habe mal immer Punkte auf die eine Seite, damit ich die auseinanderkriege. Im Ernst? Ja. Guck mal, und das ist jetzt die Lösung dessen. Ich trage jetzt schwarz vor schwarz. Ja. Hier, ja. Also guck mal, da kannst du den Wolf drehen und das ist immer richtig. Also an sich ja praktisch, oder? Ja, ich habe damit immer geübt in Corona-Zeiten. Aber um der ganzen Sache so ein bisschen mehr Glanz und Farbe vielleicht zu verleihen, habe ich so ein paar Schnipsel ausgeschnitten. Und die trage ich in dieser unglaublich sexy Plastiktüte mit mir rum. Die man immer kriegt, wenn man bei Stolina bestellt. Stimmt. Und weil ich ein Zauberer bin und ein Nerd, habe ich halt diese Sticker halt immer dabei. Also das sind einzelne Farbsticker. Ja, darf ich die untersuchen? Genau, die kannst du gerne untersuchen. Das sind... Im Grunde, das sind die auf dem Rubikswürfel kleben. Also das sind die Dinge. Das heißt, die kommen halt in die Tüte, ne? Dass sie alle drin sind. Dann kommt der Würfel in die Tüte. Du musst halt jetzt versuchen, die Farbschnipsel an den Würfel anzureihen. Mhm. Das ist relativ simpel. Mhm. So, und jetzt müssen eigentlich alle richtig... Sieht nicht schlecht aus, also bis auf einen oder so. Ganz gut. Ja, einer ist noch. Einer fällt, aber sonst ist er eigentlich ganz gut beklebt. Ja, klar. Nicht schlecht, Alter. Oder? Ey, ja. Das ist echt halt so ein schickes Teil. Das ist ein wirklich schickes Teil. Ist halt auch mal, finde ich, ein anderer Rubikswürfel-Trick als die sonstigen. Ja, richtig, richtig. Guck mal, der Chat ist gefoolt. Im Chat 80 Leute sprachlos.
Was, schauen gerade 80 Menschen zu? Oh ne, 135 steht da. Hä? Krass, dafür, dass wir so spät jetzt angefangen haben. Gar nicht mal so schlecht, Freunde. Ich bin stolz auf euch. Wahnsinn. 150 sogar. Oha. Ich kann den auch ohne Magic lösen. Ja, du kannst auch ohne Magic aus dem schwarzen Rubik's Cube einen farbigen machen. Hey, top, Alter. Ne, aber wirklich, Applaus, Applaus. Dankeschön, Dankeschön. Sehr, sehr schöner Effekt. Ja, ich finde den, der ist schön kurz, knackig. Den habe ich auch ein, zwei Mal im Fernsehen als Opener gezeigt. Mega. Der ist ja schon ganz nett, aber kannst du den Trick mit den vier Punkten? Das ist die Frage. Warte, guck mal. Guck mal. Maurice, danke für den Hinweis. Ja. Schau mal da. Da haben wir so eine... so Fool-Ass. Gut, oder? Geil, ey. Hast gefoolt. Technisch, wupp. Mega. Krass, oder? Ja. Das Zerreißen der Tüte hat mich gefoolt, weil er ja gar nichts mehr isst. Siehst du mal. Das war dann der Convincer. Ja. Das Schwerste war halt wirklich, alle roten Sticker an die einen, alle blauen an die anderen. Das, ja, also, glaube ich. Ja. Glaube ich, dass das sehr viel Zeit gekostet hat. Welche Technik hast du da benutzt? Die Fisherman? Oder welche? Nur so ein Algorithmus. Achso. Okay. Ja. Ja, das ist jetzt, das ist kein, das ist ein...